ist denn das für ein Mistwetter hier? Musste ich meinen Schlitten im Erzgebirge stehen lassen und alles zu Fuß gehen? Jedes Jahr dasselbe Theater. Geschenke, 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 so ein Stress. Und jetzt wollen die Kinder auch noch Tiere zu Weihnachten haben. Na, mal sehen, was ich hier in dem Tierheim finde. So, wollen wir mal sehen, was ich hier in dem Tierheim alles so für Tiere finde. Was brauche ich denn für die Kinder? Einen Wendeltisch für die Janine, einen Welpen für den Stefan, ein Kaninchen für die Beate, Katzenbaby für den Tom. Der soll doch lieber mit Autos spielen. Hamster für den Sebastian. Eine Riesenschlange für die Katrin. Um Gottes Willen, ob sich die Riesenschlange mit den anderen Tieren in meinem Sack verträgt. Ob das mal gut geht. Na, schauen wir mal. Werden wir mal sehen. Das hilft ja nichts. Muss ich ja machen. Na sowas. Grüß dich, Weihnachtsmann. Was willst du denn hier im Tierheim? Hilfspinguin hat ja überhaupt keine Ahnung. Natürlich Geschenke holen. Und ich brauche mindestens 20 Tiere für die Kinder. Mann, 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 Weihnachtsmann, du lebst wohl echt hinterm Mond. Wieso hinterm Mond? Ich komme vom Nordpol. Und die Kinder haben sich die Tiere gewünscht. Man verschenkt doch wohl keine lebenden Tiere zu Weihnachten. Es ist doch klar wie Rentierkloßbrühe. Ach, was weißt denn du über Rentierkloßbrühe? Wenn die Kinder sich Tiere gewünscht haben, sollen sie auch kriegen. Kinder wünschen sich vieles, wenn sie dürfen. Logisch. Aber du solltest klüger sein, Weihnachtsmann. Die meisten Tiere, die an Weihnachten verschenkt werden, landen nämlich im Tierheim. Hast du das etwa nicht gewusst, Weihnachtsmann? Na dann komm jetzt mal mit, Weihnachtsmann. Wir zeigen dir ein paar Tiere, die letztes Jahr zu Weihnachten verschenkt wurden und nun hier im Tierheim sitzen. Das ist der Bobo, der wurde auch zu Weihnachten verschenkt. Dann haben die Leute gemerkt, dass so ein junger Hund alles anknabbert und am Anfang auch manchmal in die Wohnung pieselt. Das war ihnen schnell zu viel und sie haben Bobo ins Tierheim gebracht. Bei meinem Rauschebart, das habe ich nicht gewusst. Das hier ist zum Beispiel Miezi, die wurde als Baby einem Mädchen geschenkt. Nach Weihnachten hat die Familie dann gemerkt, dass keiner richtig Zeit für das Tier hat. Dann wollten alle auch noch in Skiurlaub fahren und so haben sie Miezi einfach zu uns ins Tierheim gebracht. Das ist doch gemein, oder? Ja, schon. Das finde ich auch nicht so toll. Schau mal, Weihnachtsmann, das ist der Chinchilla Charlie. Der wurde einem kleinen Jungen geschenkt. Die Menschen wussten aber überhaupt nicht, dass Chinchillas nur nachts aktiv sind. Der kleine Junge fand Charlie total langweilig, weil er tagsüber immer nur geschlafen hat. So ist dann auch dieser Chinchilla bei uns im Tierheim gelandet. Ja, schon gut, ich hab's kapiert. War eine blöde Idee mit Tieren als Weihnachtsgeschenk. Aber was mache ich denn jetzt nun? Und warum seid ihr zwei so schlau? Wünscht ihr euch denn keine Tiere? Wir lieben Tiere sehr, doch man muss erstmal sehr viel nachdenken, bevor man sich ein eigenes Tier anschafft. Das geht nicht einfach so hoppla hopp mal eben zu Weihnachten. Genau, für Tiere braucht man nämlich ganz viel Zeit und muss ihnen so viel Liebe geben. Und außerdem sind Tiere ziemlich teuer. Man muss Futter und Spielzeug und ein Körbchen und noch viele andere Sachen kaufen. Und wenn das Tier erstmal krank ist, dann muss man auch Geld für den Tierarzt haben. Verstehe. Aber was schenke ich denn nun den Kindern? Mein Sack ist doch leer. Hier, Weihnachtsmann, schenk doch den Kindern erstmal ein Buch über ihr Wunschtier. Dann können sie in Ruhe nachlesen, welche Bedürfnisse dieses Tier hat und mit ihren Eltern gemeinsam überlegen, ob dieses Tier wirklich angeschafft werden soll. Und hier noch was zum Kuscheln für die Kinder. Plüschtiere sind immer gut. Sie brauchen nicht gefüttert zu werden und sie sind auch nie traurig, wenn man mal keine Zeit hat. Den kannst du auch noch dazulegen. Da können die Leute noch mal nachlesen, warum man an Weihnachten keine Tiere verschenken sollte. Oh je, da hätte ich ja fast einen riesen Fehler gemacht. Aber jetzt muss ich los. Bei allen Rentieren.